Darauf haben die meisten lange gewartet und auch ich. Endlich neue Informationen zu Riders Republic, dem neuen Open-World-Spektakel, sag ich mal, von Ubisoft. Und ausnahmsweise mal nicht so bierernst wie bei Assassin's Creed oder bei Far Cry, sondern spaßig und heiter und locker. Und das finde ich super cool und ich freue mich sehr darauf. Und in diesem Video wollte ich dann einfach mal ein bisschen drauf losquatschen und euch erzählen, was ich bisher so für Infos mitgenommen habe. Sowohl aus dem Gameplay-Trailer, aus dem neuen, der während des Ubisoft Forward gezeigt wurde, als auch im Allgemeinen, was bis hierhin schon bekannt ist zu diesem Spiel, welches schon bald erscheint. Wenn ihr alles wissen wollt, bleibt dran. Servus Leute, schön, dass ihr reingeklickt habt. In diesem Video geht es um Riders Republic, ich habe es im Intro schon gesagt. Und das Wichtigste zuerst, ich will euch nicht lange auf die Folter spannen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Am 2. September ist es soweit. Das Spiel wurde ja verschoben im Januar, das Spiel sollte dann im Februar eigentlich erscheinen. Und da hat Ubisoft einen Monat vorher ungefähr gesagt, leider nicht, wir müssen noch an dem Spiel werkeln, wir brauchen etwas mehr Zeit, es erscheint irgendwann mal später. Und ich war schon der Meinung, das Spiel wird dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr erscheinen, aber da hat mich Ubisoft während des Ubisoft Forward eines Besseren belehrt. Am 2. September ist es soweit, also locker einen Monat vor Far Cry 6 gibt es dann dieses Open World Fun Sport Multiplayer Spektakel. Ja, Riders Republic, was ist das? Ich beschreibe das aktuell immer sehr gerne als eine Mischung aus Steep und The Crew und ist auch im Prinzip ja indirekt der Nachfolger von Steep. Es geht wieder mal um so Fun-Sportarten oder Extremsportarten oder eine Mischung aus beidem, könnte man fast schon sagen. Anders als bei Steep, wo es nur um Sportarten ging, die man quasi in Schnee und Eis gemacht hat, geht es diesmal auch in die Berge oder halt in trockenere Gebiete, sage ich mal. Das heißt, es wird noch ein bisschen abwechslungsreicher. Und deswegen ist es eine Mischung aus Steep und The Crew, weil das Ganze Open World passiert. Und man sieht das dann auch, wenn die Karte gezeigt wird, die Map. Das Ganze erinnert schon stark an The Crew und das finde ich geil, weil ich freue mich jetzt schon darauf, auf Fahrrädern oder Skiern, was auch immer, oder mit Jetpacks und Wingsuits durch die Welt zu reisen und neue Orte kennenzulernen und zu erkunden und geheime Orte zu finden und so. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, und wie gesagt, das Spiel erscheint am 2. September. Wer vorher schon eine Chance haben möchte, in das Spiel reinzuschnuppern, der kann dies versuchen zu ermöglichen, wenn man sich für die Beta anmeldet. Das ist jetzt schon möglich. Die Anmeldung kann jederzeit passieren auf der offiziellen Seite von Ubisoft, beziehungsweise im Bereich zu Riders Republic logischerweise. Wann diese passiert, also wann der Zugang dann möglich ist, weil die Beta dann startet, steht noch nicht fest. Man kann davon ausgehen, 1 bis 2 Monate vor Release. Also ich würde sagen, in den nächsten paar Wochen wird es vermutlich schon losgehen. Ja, und die meisten Informationen, die ich hier sagen will oder auf die ich eingehen will, die konnte man zumindest zum Großteil aus dem neuen Gameplay-Trailer sich herausziehen, der während des Ubisoft Forward gezeigt wurde. Und das Ganze hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Was wurde denn zum Beispiel gezeigt? Es wurde die Riders Ridge gezeigt. Der Startpunkt des Spiels, könnte man sagen. Dort wird man verschiedene Leute treffen können, die mit in der Lobby sind. Aber man kann dort auch seine Outfits anpassen. Man kann seine Karriere dort vorantreiben. Man kann andere Modi wählen. Oder halt Neuigkeiten sehen. Und das haben die ganz cool gemacht, denn auf die Art und Weise hat man dann schon auf dieser Neuigkeiten-Tafel den 2. September gesehen und da habe ich mich beim Schauen des Trailers schon gedacht, ist das das Release-Date oder nicht? Aber so war es dann auch, hat am Ende des Trailers wurde das dann bestätigt. Fand ich eine coole Idee und ich denke, in naher Zukunft, wenn man das Spiel dann irgendwann hat, werden dort auch andere Neuigkeiten eingeblendet. Finde ich nicht schlecht. Das wirkt dann nicht so random irgendwie in der Spielwelt, sondern wirklich so, als wenn es halt echt so ein Werbeplakat wäre. Finde ich eine witzige Idee. Dann wurde ein bisschen über die verschiedenen Modi gesprochen. Es wird ein paar verschiedene Modi auf jeden Fall geben, die jetzt schon bestätigt sind. Zum Beispiel der Tricks Battle. Da spielt man dann 6 gegen 6 und man versucht die Module, die dann in der Welt sind, also zum Beispiel die Grindstangen und so, dann in seine Farbe zu färben, indem man dort Tricks ausführt. Und wenn man das geschafft hat, ist das Ding eben blau oder rot, je nachdem für welches Team man antritt. Und welches Team eben mehr davon eingefärbt hat und mehr Punkte geholt hat, gewinnt dann halt diesen
diesen Battle. Aber auch andere Modi sollen natürlich dabei sein, zum Beispiel eine Art Free-for-All. Dort spielt man dann mit 12 Leuten gegeneinander und nimmt an verschiedenen Events teil. Da wird es dann so Playlists geben mit verschiedenen Events, die nach und nach absolviert werden. Da gibt es dann sowohl Renn-Events als auch Trick-Events. Es wird aber auch einen Versus-Modus geben, wo man gegen seine Freunde antreten kann. Das finde ich auch sehr nice, wenn man sich einfach nur mit denen messen möchte. Sehr, sehr cool. Dann wird der Multiplayer auch direkt privat mit Freunden nochmal gut unterstützt. Aber es wird auch, falls man es ernst meint und echte Wettbewerbe haben möchte, auch einen Ranglistenmodus geben. Und dort kann man dann in diesen Ranglisten auch aufsteigen, wenn man besonders gut ist. Auch das ist nicht schlecht. Aber, und das ist für mich persönlich, als jemand, der auch gerne mal alleine spielt, eine sehr coole Neuigkeit, es wird sogar einen Karrieremodus geben. Ein ganz typischer, waschechter Karrieremodus, wo man sich immer weiter hochlevelt, wo man immer mehr Events gewinnt, dadurch neue Events freischaltet, neue Sponsoren freischaltet, neues Equipment kauft, neue Outfits kauft und so weiter und so weiter. Ich denke mal, dass man Teile dieses Fortschritts auch dann ja auch in den anderen Modi verwenden kann. Und das finde ich richtig cool, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann wurden auch ein paar spezielle Umgebungen oder die Ausschnitte aus den Events gezeigt in dem letzten Trailer. Zum Beispiel wird es dann Downhill-Events geben, wo man mit dem Mountainbike unterwegs ist. Das sah ziemlich eindrucksvoll aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber es wird auch eher städtische Umgebungen geben, wo man dort Tricks ausführen kann und Grinds und so weiter. Und in diesen ganzen Events sammelt man Sterne. Diese Sterne, die kriegt man eben für abgeschlossene Herausforderungen oder für spezielle Errungenschaften wahrscheinlich auch. Kann ich jetzt nicht genau bestätigen, aber das würde mich nicht wundern. Das wäre so typisch. Das ist auch bei anderen Spielen, auch bei Rennspielen teilweise ja so. Und auf jeden Fall auf die Art und Weise kommt man dann in der Karriere weiter und schaltet eben weitere Events und Outfits und so weiter frei und kann dann eben an immer mehr Events und immer besseren Events teilnehmen, die dann auch mehr Geld bringen und so weiter. Also eigentlich die typische Variante, wie man solche Modi, Karrieremodus zum Beispiel halt vorantreibt. Bestätigt sind aktuell 7 verschiedene Orte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch was dazukommt, außer vielleicht in irgendeinem der Seasons und Season-Pässe und Battle-Pässe oder wie heißt das dann? Year-One-Pässe, wie auch immer. Das könnte natürlich sein, dass da noch was dazukommt, da sage ich gleich noch was zu. Aber 7 verschiedene Orte soll es geben, alle unterschiedlich, mal schneebedeckt, mal eher bergig. Also das sieht auch sehr cool aus. Die Orte sind den echten Orten, die es da gibt, ziemlich detailgetreu nachempfunden, aber eben nicht 1:1, obwohl sie von der Größe ziemlich genau nachgestellt sind, aber eben von der Darstellung nicht, weil da hat man versucht, so ein paar Freiheiten sich reinzupacken, um noch mehr Rampen und Schanzen und so weiter einzubauen, ist ja auch klar. Und an diesen Orten kann man sich auf jeden Fall wunderbar austoben. Dort wird es auch so erkundbare Objekte oder Orte geben. Und wenn man diese findet, kann man dann dafür ebenfalls Sterne bekommen. Also halt eben auch sowas typisches Ubisoft-mäßiges, was man ja auch bei The Crew oder so eingebaut hat. Finde ich nicht verkehrt, muss ich sagen. Ist ein bisschen ausgelutscht, aber warum nicht, gehört in ein typisches Open-World-Spiel rein? Warum nicht auch in Riders Republic? Ja, und dann gibt es auch die Information noch ein weiteres Mal, obwohl das nicht ganz neu ist, dass es auch sogenannte Massenstartrennen geben wird. Und die werden, glaube ich, wirklich der Wahnsinn sein. Das wurde jetzt also nochmal bestätigt, diesen Modus wird es wirklich geben. Den kann man aber nicht einfach so wählen. Nach dem, was ich bisher gehört oder gelesen habe, wird das eher random auf der Karte erscheinen. Dann muss man da hinfahren und versuchen, so schnell wie möglich daran teilzunehmen. Also das sind Events, die nicht sozusagen einfach auswählbar sind, sondern die werden halt willkürlich immer wieder mal in der Spielwelt starten. Und diese Massenstartrennen, die werden sich, glaube ich, fast schon anfühlen wie so ein Battle Royale. Ja, es wird schwer genug sein, überhaupt lang genug vorne mitzuhalten. Und sieht ziemlich eindrucksvoll aus, wird vor allen Dingen auf der Next Gen eindrucksvoll sein, denn das Ganze soll mit mindestens 50 Fahrern möglich gemacht werden. Also laut der Webseite heißt es mehr als 50. Ich bin gespannt, vielleicht werden es dann am Ende halt 52, vielleicht auch 55, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht genau, aber das ist eine Menge auf jeden Fall, eine ordentliche Menge. Und wie gesagt, wird sich, glaube ich, dadurch ein bisschen anfühlen wie ein Battle Royale. Auf der Last Gen, also PS4 und Xbox One, wird das Ganze nur mit etwa 20 Fahrern möglich sein. Eine weitere Einschränkung ist dann die Bildwiederholrate. Auf den Next-Gen-Konsolen und natürlich auch auf dem PC sind 60 Bilder oder auf dem PC vielleicht sogar noch mehr möglich, je nachdem welche Hardware man hat. Auf den Last-Gen-Konsolen sind es nur 30 Bilder pro Sekunde.
Eine sehr coole Info für all diejenigen, die Bock haben, gegen andere Leute anzutreten online oder gegen seine Freunde anzutreten, die vielleicht auf anderen Plattformen spielen. Es wird nämlich Crossplay geben und es wird sogar Cross-Gen geben. Bedeutet, wenn man eine PlayStation 5 hat, kann man sogar gegen PC-Leute oder gegen Xbox-Leute oder Xbox Series-Leute antreten. Aber wenn man eine PS5 hat und dein Kumpel hat eine PS4, dann kann man sogar gegen den antreten. Und das ist richtig cool. Hat nur ein Haken, wenn man Cross-Gen spielt, dann wird bei dem, der die bessere Hardware hat, quasi alles runterskaliert auf die ältere Hardware. Also das bezieht sich dann vor allen Dingen, denke ich mal, auf nicht auf die Bilder pro Sekunde. Ich denke mal, das wird dann weiterhin mit 60 Bildern laufen, aber zum Beispiel in den Events werden es dann eben nicht 50 Leute sein, sondern 20, weil natürlich nur das auf der PS4 möglich ist. Wenn man es dann mit der PS5 macht, mit einem Kumpel, der eine PS4 hat, dann spielt man eben nur mit 20 Fahrern. Aber also die Einschränkungen der alten Konsolengeneration werden dann einfach greifen. Aber ansonsten ist das eine super coole Idee und bietet halt auch die Möglichkeit, wirklich mit jedem mitspielen zu können oder eben gegen jeden spielen zu können, egal welche Konsole der hat, egal welche Generation. Das finde ich richtig cool. Aber auch hier noch die Information, typisch Ubisoft und typisch, wie das bei fast allen Entwicklern momentan der Fall ist, wenn ihr jetzt nur eine PlayStation 4 habt und ihr euch die PlayStation 4 Version holt und dann irgendwann eine PlayStation 5 habt, dann kriegt ihr das kostenlose Upgrade ebenfalls spendiert. So oder so, ich freue mich sehr auf den Release am 2. September, aber ich freue mich auch sehr, wenn ich hoffentlich das Glück haben werde, bei der Beta dabei zu sein. Ich habe mich jedenfalls schon angemeldet, solltet ihr auch tun, vielleicht sehen wir uns ja dann zufällig auf einem der Server wieder. Und wenn ihr die Informationen gut fandet, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da und schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr von Riders Republic haltet oder wie eure Empfindung zu diesen Season Pass Geschichten ist, ob ihr da Sorgen habt oder ob ihr sagt, nee, das machen andere auch schon so und das, damit muss man klarkommen. Sagt mir gerne mal eure Meinung und dann freue ich mich, wenn wir uns bald bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut!